Okay, und dann fangen wir an. Ihr habt einen Moment lang angehalten, um euch zu orientieren. Letzte Frage ist noch: Welches Squad ist mit euch ausgerückt? Ihr seht auf der linken Seite eine Übersicht. Die Löwen. Die Löwen, die Shattered Lions. Die losgeschickt werden, wenn etwas unbedingt erledigt werden muss. Klingt sinnvoll Nun für gut. die Mission. Die angeblich Besten der Besten. Die Qualität des derzeitigen Satzes an Frischlinge, der ihnen zugewiesen wurde, wird sich zeigen. So oder so sind sie mit euch unterwegs. Wie gesagt, ihr habt euch einmal gesammelt. Der Sniper hat darauf bestanden, seine Waffe kurz einzupacken. Und da blickt ihr euch um und Shreya ist fort. Verdammt und zugenäht. Wo ist sie denn jetzt hin? Männer, Ruhe! Also, wie sieht es aus? Geil. Jawohl. Was meinst du? Soll ich vorgehen und die Brücke auskundschaften? Ja. Reinigt. Wie weit ist die noch entfernt, Sergeant? Wie weit Ist die wollt ihr nicht weg sein noch? von der Brücke? Naja, ich würde mal sagen, also du hast ja Achso, gesagt, sorry, eine Sache. unsere Wir wechseln Erwählte mal ist. oben auf die Karte Mission. Okay. Da gibt es nicht viel zu sehen, aber ihr seht ein paar Hilfestellungen, was die Würfelmechanismen angeht. Also wir Und sind eine. ja auf der Flucht, oder? Also kommen wir von Westen? Ihr habt diese Brücke heute erst überquert. Okay. Allerdings wurde die Entscheidung, die Brücke wirklich zu sprengen, erst getroffen, nachdem man sich gesammelt und die Nachschübe konsolidiert hat und dann festgestellt hat, ja, oder entschieden hat, ja, wir haben genug Sprengstoff, um das zu machen. Okay, dann kennen wir also den Weg, aber wir wissen natürlich nicht, ob da schon ein paar Untote rübergekommen sind in der Genau, Zeit. ihr kennt den Weg. Und Entschuldigung, wie weit war die jetzt weg von uns? Wie weit wollt ihr von der Brücke weg sein? Wir wollen an der Brücke dran sein. Okay, in dem Fall seid ihr gerade an der Brücke Also sage ich jetzt angekommen. mal. Also vielleicht hockt ihr in einer kleinen Baumgruppe, um erstmal drauf schauen zu können, wenn ihr möchtet. Aber prinzipiell könnt ihr dort sein. Ihr hört, oder zumindest Sky, du bist schon auf dem Weg, nicht wahr? Sky hat noch kurz gewartet, ob noch irgendwie andere Befehle kommen und sich dann auf den Weg zur Brücke gemacht. Okay. Möglichst unauffällig. Ihr anderen könnt die Rookies unter sich murmeln hören. Ich hab's gesehen. Er hat den Kopf in die Luft gestreckt und ist wegmarschiert. Ein anderer an den Knoten. Nicht das erste Mal. Okay. Ruhe! Sky, was genau möchtest du tun? Erstmal auf die Brücke zugehen, nehme ich an, aber gehst du das irgendwie speziell an? Wie sieht es denn mit Deckung aus? Also ich glaube, direkt auf die Brücke zuspazieren, vielleicht eher nicht. Oder ist hier weit und breit keine Deckung zu Oh, sehen? du findest auf jeden Fall Buschwerk, Sträucher, hohes Gras, Unebenheiten im Boden. Wenn du möchtest, kannst du auf jeden Fall durch die Deckung gehen. Gut, dann versuche ich in Deckung an die Brücke ranzukommen Okay. und halte dabei Augen und Ohren offen, ob es Anzeichen gibt, dass die Untoten bereits die Brücke überquert haben. Okay. Oder Möchtest du dafür zumindest. etwas würfeln? Denn ich möchte, dass du dafür etwas würfelst. Ich kann gerne dafür etwas würfeln. Was würfel ich denn Du dafür? kannst natürlich scouten, du könntest aber auch manövern, denke ich. Denn jetzt gerade geht es darum, möglichst effizient dorthin zu kommen. Und ich denke, es wäre eine kontrollierte Position. Wir reden gleich darüber, bevor sie würfelt. Und die Konsequenz, wenn du scheiterst, wäre, du brauchst ja. Also du denkst, ich sollte erst manövern und dann Nicht scouten, zwangsweise. Ich wenn biete ich dir nah nur genug die dran bin. Möglichkeiten an. Also ich Also ich meine, denke, es ist also beides durchaus drin. okay, also ich meine, im Endeffekt möchte ich Dinge in Erfahrung bringen, deswegen würde ich eigentlich Scouten vorziehen. Okay, dann erkläre ich kurz, wie das Würfeln funktioniert. Wenn ihr mir gesagt habt, was ihr macht und mit welcher Action ihr würfelt, sage ich euch eure Position und euren Effekt. Stellt es euch so vor: Position ist, wenn die Sache schief geht, wie schief geht sie für euch? Und Effekt ist, wenn die Sache klappt, wie gut klappt sie für euch? Beide kommen im Grunde in drei Stufen. Es gibt dann noch ein paar Abstufungen nach oben und unten, aber es ist egal. Position, entweder ihr seid in einer kontrollierten Position, das ist buchstäblich, wenn ihr halt die Kontrolle über die Situation habt. Zum Beispiel ein Sniper, der in einem Kirchturm sitzt und in Ruhe anlegt, hat eine kontrollierte Position. Oder jemand, der in Klingt einer gut. dunklen Gasse auf ein unaufmerksames Opfer wartet, hat eine kontrollierte Position.
Das nächstbessere, schlechtere ist eine riskante Position. In einer riskanten Position seid ihr unter Druck. Ihr seid im Kampf Mann gegen Mann. Eure Fähigkeiten werden von Ebenbürtigen herausgefordert. Ein bewaffneter Nahkampf mit einem gleichwertigen Gegner ist eine riskante Position. Das ist der Standard. Wenn wir nicht wissen, was wir nehmen sollen, nehmen wir riskant und ab geht die Post. Also dann gibt es noch verzweifelt. Eine verzweifelte Position ist eine verzweifelte Position. Mit einem langen Gewehr im Nahkampf angegriffen werden. Von überlegen vielen, also keine Ahnung, 3 bis 5 Untoten angegangen werden, wenn ihr alleine seid. An einer glitschigen Klippe im Regen hängend. Sowas wäre eine verzweifelte Position. Und dann gibt es Effekt. Effekt geht auch in 3 Stufen. Es gibt Standard, das ist, ihr schafft, was ihr wolltet. In diesem Fall wäre Standard, du kommst in vernünftig viel Zeit dahin. Dann gibt es geringeren Effekt, also lesser, das heißt, du schaffst es irgendwie weniger, vielleicht weniger gut, vielleicht weniger schnell, vielleicht ist der Zombie weniger tot. Und dann gibt es noch greater, also größeren Effekt, du machst es besser. Vielleicht ist der Zombie etwas toter, vielleicht bist du schneller unterwegs. Sowas in der Richtung. Effekt, ihr habt ja gesehen, wenn ihr irgendwie irgendwas Potency habt zum Beispiel, bedeutet das auch, euer Effekt geht hoch. Dazu Fragen? Noch nicht. Okay. Mhm. Und ihr seht ja auf der linken, rechten, oberen, unteren Seite habe ich ein paar Kärtchen hingemacht, wie ihr eure Würfelpool, euren Effekt und eure Position beeinflussen könnt. Das ist relativ wichtig, denn das sind im Grunde die Hebel, an denen ihr spielmechanisch ziehen könnt. Gut. Also. Sollte ich jetzt mit Charakternamen sprechen? Gaping Crimson. Sky. Sky ist dein Rufname, genau. Wie gesagt, ich denke, es ist eine kontrollierte Position. Du hast noch nichts gemerkt, dass hier die auflauern würde. Mhm. Und der Effekt ist Standard. Gut, ich hätte bei heimlicher Beobachtung Potency, aber es gibt aktuell noch nichts zum Beobachten, oder? Nein, nein. Okay. Einer von euch ist noch auf der Aldermark-Karte. Jetzt nicht mehr. Okay, dann klicke ich jetzt Scout und ich nehme an, ich trage das dann ein. Genau, ach ja, wenn ihr etwas würfeln wollt, klickt ihr in eurem Charakterbogen einfach auf die Action oder auf irgendwas anderes und dann wird es entweder in den Chat gecastet oder, wenn es ein Würfelpool ist, geworfen. Effekt sagtest du Limited, weil ich noch zu weit weg bin? Effekt ist Standard. Standard, okay. Controlled, Standard, passt. Keine Modifier, tralala, dann Roll. Der erste Wurf. Und wir schauen jetzt einfach, was sie geworfen hat und nehmen den höchsten Wurf. Das ist die 6. 6 ist Success, you do it. Sie macht, was sie wollte. Sie wollte zur Brücke kommen, sie kommt zeitig und unerkannt zur Brücke. Gut, du kannst durch einen Wasserrinnsal, irgendwie ein kleiner Bach, der jetzt trocken liegt, der aber gerade so parallel, nicht parallel, senkrecht zum Fluss verläuft, in den kannst du dich reinducken und dich relativ nah an der Brücke herauskämpfen und dort hinter ein paar Sträuchern vielleicht Deckung suchen und hinaufschauen. Du siehst und hörst vor allem Bewegung auf der Brücke, allerdings scheint da gesprochen oder auch teilweise gerufen zu werden. Du konntest sie vermutlich sogar schon hören, bevor du hier warst. Da sind Menschen unterwegs und du siehst, wenn du dich ein bisschen höher bewegst, siehst du auch einen großen Karren um die sind rumstehen. Gut, ich denke, in der Situation ist es, glaube ich, tatsächlich das Beste, sofort zurückzugehen. Vermutlich bekommst du auch irgendwie, ohne ganz zurückzulaufen, Sichtlinie zu deinem Squad, wenn du sie einfach nur anwinken möchtest. Aber du kannst über dieselbe Strecke ohne Problem zurückgehen. Gut, ich schleiche zurück und tauche dann bei meinem Offizier wieder auf, salutiere. Es sind Menschen auf der Brücke, vermutlich weitere Flüchtlinge. Da steht ein Wagen, kann sein, dass sie feststecken. Sie schienen zu diskutieren. Alles klar, Tempest. Irrit, kommt mit mir. Wir schauen uns das an. In meiner Abwesenheit. Doprio. Soll ich mich dabei auf der anderen Seite umsehen? Ja, gute Idee. Gut, danke ich erstmal mit. Gut, ihr bewegt euch also alle erst einmal auf die Brücke. Die Brücke ist in einem schlechten Zustand. Stopp, ich denke nicht alle. Ich denke, ich bleibe hier. Ich meinte alle, die dort runtergehen. Alles klar, gut. Aber du hast recht. Fangen wir mit dir an. Was tust du mit dem Squad aus 5 Frischlingen, die dich jetzt hoffnungsvoll anschauen? Die 5 sind jetzt bei mir und alle anderen sind ausgeflogen. Serevenovic klang nicht so, als wollte er sie mitnehmen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, macht euch für den Fall kampffertig. Sie blicken dich grimm an und nicken und sie scheinen sich der Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet, bewusst zu sein.
Und sie überprüfen nochmal ihre Waffen, laden sie durch. Es wird irgendwie noch ein Päckchen Blackshot herumgereicht. Und ihr könnt die Augen offen halten. Nichts Ja. zu tun ist immer eine Option. Okay, ihr anderen kommt auf der Brücke an. Sie ist in einem sehr schrecklichen Zustand. Hier wurde nicht nur einmal, sondern zweimal eine sehr erbitterte Schlacht darüber geführt. Es liegen immer noch einige Leichen oder zumindest deren Teile herum. Improvisierte Barrikaden, manche davon Rußspuren, abgebrannte Holzteile eben jener Barrikaden, ein Einschlagstellen, wo irgendwelche Monstren oder Explosivgeschosse Splitter aus der Brücke gesprengt haben. Aber es ist eine alte Steinbrücke, ein Konstrukt noch aus dem alten Kaiserreich. Und sie hat die Jahrhunderte überdauert und wird ohne eure Intervention vermutlich noch mehr ihre Jahrhunderte hier stehen. Tja, Sergeant sieht so aus, als ob wir den Spaß schon verpasst hätten. Die Brücke scheint schon etwas lediert zu sein, aber das hilft uns. Irrit, positionier dich hier und überwache uns. Für den Jawohl, Fall, Sergeant. dass du etwas siehst, was deine Aufmerksamkeit erregt, erteile ich dir Feuerbefehl. Schütze uns auf jeden Fall und halte uns den Rücken frei. Sehr wohl. Tempest, mitkommen. In der Mitte der Brücke seht ihr eine Wehranlage. Die ist der ramponierteste Teil auch. Um diese wurde mehrfach sehr erbittert gekämpft. Die Wände sind geschwärzt und von Einschussmarkierungen übersät. Und der Innenhof hier drunter, die großen Fallgatter, die bevor die Kämpfe losgingen schon so stark verrostet waren, dass sie kaum benutzt wurden, wurden achtlos herausgerissen, herausgebogen. Ihr seid euch nicht ganz sicher, und an die Seite geworfen. Und im Inneren sind halt viele hölzerne Barrikaden und improvisierte Befestigungsanlagen, die hier noch herumstehen. Und genau da mittendrin ist also ein riesiger Lastkarren, so ein riesiger Leiterwagen, wenn ihr so wollt, der hier festzustecken scheint. Und um den herum einige Leute, bestimmt ein gutes Dutzend, die miteinander diskutieren. Einige versuchen zu schieben oder zu ziehen. Jemand versucht, die Zugtiere irgendwie im Zaum zu halten. Eine einzelne Frau wird auf euch aufmerksam und scheint die Hand so halb zu heben, auf euch zuzukommen. Ein bisschen unsicher zu sein, weil ihr seid ja schon stark bewaffnet, schwer bewaffnet, vor allem du, Serenovic. Was tut ihr? Ja, ich würde der Frau bedeuten, in einiger Entfernung, also in Sprechdistanz anzuhalten. Weiter nicht, das ist gut. Sie kommt dann auf euch zu. Man sieht, sie hat grobe Reisekleidung an. Sie ist sehr zerschlissen, als wären sie quer durch die Landschaft unterwegs gewesen. Ist nicht sicher, ob das Erde oder Blut ist an ihrem Saum. Stemmt die Hände in die Hüften. Naja, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Karre ist hängen geblieben. Könnt Was ihr habt uns ihr helfen? geladen? Unser Hab und Gut. Das ist. Wie das ist? All meine Dinge, die Stoffe, die Teppiche, das Küchengeschirr. Glaubt Die, die, zusammen, das, was ihr das Schwert kriegen meines könnt. Urgroßvaters. Wie Das können. ist schön, aber die Untoten sind fast da. Wir müssen Das diese wissen Brücke. wir, deswegen müssen wir sie herunterschaffen. Wir müssen diese Brücke sprengen. Ihr habt, bis wir die Sprengladungen angebracht haben. Könnt ihr uns nicht helfen? Wir kriegen sie nicht bewegt. Ich würde mir das Ganze gerne mal angucken. Ja, Immerhin ist das ja mache ich unser. auch. Sky schiebt sich an dem Wagen vorbei und überquert die Brücke. Gut. Mittlerweile ist ein wenig Zeit vergangen und die Wolken in der Ferne kommen näher. Wir haben hier eine praktische kleine Uhr, wie ihr sehen könnt, mit 4 Schritten. Die heißt, es beginnt zu regnen. So, wenn sie voll ist, beginnt es zu regnen. Sky Diese zu dir kommen. Wehranlage, kann man da hoch? Denn Sicherlich. ich habe ein Fernglas. Vielleicht wäre es informativ, von einem Turm mit dem Fernglas in die andere Richtung zu schauen. Sicherlich. Zu dir kommen wir dann gleich, ja? Ja. Serenovic und Raging? Sapphire Raging. Tempest. Tempest. Oder einfach Tempest. Seth. Nun gut. Serenovic und Sapphire Raging Tempest, ihr könnt euch den Wagen begucken. Es ist nicht gut. Er scheint irgendwie in eine relativ große Lücke. Hier wurden mehrere Steine glatt rausgesprengt. Eine sehr scharfe Kante halt runtergefahren zu sein und sich das Rad gebrochen zu haben. Also es ist ein gutes handlanges, also ein Stück von der Handlänge aus dem Rad gebrochen. Eine Speiche liegt an der Seite. Vermutlich fährt das nirgends mehr hin. Vor allem, die Karre ist auch wirklich beladen bis doppelt über ihre Bordwand hinaus. Was wollt ihr damit tun? Tja, das Ding ist im Eimer. Tempest, ihr habt recht. Scheiße. Ich würde mir das Ganze einmal besehen.
Und dann würde ich gerne versuchen, die Leute zu überreden, das Ganze, also ihr Hab und Gut, mehr oder weniger zurückzulassen und sich auf Schusters Rappen zu begeben. Also nicht alles zurückzulassen, sie sollen zusammennehmen, was sie tragen können und dann weg. Okay. Meine Herren, hören genau. Sie zu. Ich habe zwei Fragen für dich. Ja. Was sagst du ihnen? Und zweitens, was ist deine Hebelwirkung hier? Also warum sollten sie auf dich hören? Ich will ihnen richtig, richtig, richtig Angst machen, dass die Untoten, wenn sie jetzt nicht weggehen, sie ansonsten überrennen werden. Die sind schon ganz nah und wir haben jetzt nur noch eine Chance, das Ganze sofort zu sprengen. Deshalb sind wir da, wir sind die schnelle Eingreiftruppe. Und wenn sie jetzt nicht binnen von 10 Minuten das Ganze zusammenraffen und abhauen, dann wird es ihnen übel ergehen. Also ich werde ihnen quasi ein Horrorszenario zeichnen. Das ist zwischen Anlügen und Überreden. Okay. Ja. Während du das tust, würfeln wir erst einmal, ja? Du möchtest zwei würfeln, sagst du? Ganz genau, das wäre okay. Zwei, wenn... Es sind 12 Mann. Ich denke, sie haben Scale, also sie haben Skala über dir. Das begrenzt deinen Effekt, also ich gebe dir Limited Effekt. Und ich denke tatsächlich, es ist eine riskante Position. Das Risiko hier geht nicht so sehr von den Leuten aus. Ich denke nicht, dass sie irgendwie übergriffig werden würden, sondern eher davon, dass du halt Zeit brauchst, bis du sie überredet hast. Alles klar, also Position Risky, Effect Limited. Genau. Hätte er jetzt die Möglichkeit, diese Ability einzusetzen, um die Gruppengröße zu reduzieren irgendwie? Du könntest dir zum Beispiel eine Group Action draus machen, wenn du zum Beispiel Sapphire Raging Tempest mit irgendwie dazu machen möchtest, die Leute zu überreden oder dass er vielleicht einfach hingeht und die Sachen ablädt oder so. Dann kannst du eine Group Action draus machen. Ansonsten Sapphire, wenn du eine Idee hast, könntest du ihm auch assisten. Dann nimmst du einen Stress und er kriegt einen Würfel oben drauf. Also ich hätte tatsächlich die Idee, dass ich tatsächlich, während er versucht, ihnen das zu erklären, einfach anfange, die Sprengladungen aufzubauen. Okay. Ich untermauere seine Worte einfach mit Taten. Ich denke nicht, dass das auf seine Probe gerade relevant ist. Du kannst das tun. Ich komme dann gleich zu dir. Wir schauen, wie du das machst. Ich denke aber nicht, dass es jetzt gerade für die Sway-Probe von Stadovanovic relevant ist. So, okay. Stadovanovic, was darf sein? Ja, wie gesagt, ich mache das gerne. Wichtig, ich habe als Load insgesamt einen feinen Ornat-Cloak, der mich als etwas Offizielles ausweist. Okay. Also was? Ja, okay. Ich erhöhe deinen Effekt wieder auf Standard. Okay. Standard ist, sie nehmen ihre Sachen und gehen. Gut, perfekt. Dann schauen wir doch einfach mal. Da ist die 6. Ist schon wieder die 6. Vermutlich ist es dann wirklich nicht nur du, sondern auch, im Übrigen, du kannst das umverteilt haben, wenn du möchtest, aber jetzt gerade gehe ich einfach mal davon aus, der Quartiermeister hat jedem von euch so eine schwere Umhängetasche voller chemischem Sprengstoff gegeben. Ja. Ihr wisst nicht ganz, was das für ein Zeug ist, aber auch dies gab er euch mit, oder sie, wenn ihr Geschlecht hinterher erklären, mit den Worten nicht schütteln. Also als Tempest seine halt fertig macht, scheint sie das dann wirklich zu bewegen. Die Frau nimmt ihre Hände von den Hüften und du siehst, wie sie in sich zusammensinkt. Auch wenn sie dann realisiert, dass ihr keine Anstalten machen werden, ihr zu helfen. Und die anderen ein paar protestieren, aber wenn dann die meisten anfangen, ihre Sachen zu nehmen, wollen sie nicht alleine hier bleiben. Und jeder nimmt, was er tragen kann, was dann einfach vermutlich die Hälfte des Wageninhalts dann ist. Und sie schleppen sich von der Brücke. Ja, die können ja die Tiere noch mitnehmen. Die haben ja Tiere, hast du gesagt. Ja, ja, die spannen sie auf jeden Fall ab. Zwei Zug-Ochsen nehme ich an. Die können sie ja beladen mit Krempel. Ne? Ich würde auch einen von unseren 5 Hanseln abstellen. Die hast du nicht dabei. Da müsstest du uns rufen, weil ich bin ja weit weg. Oder ich bin ja noch weiter weg. Du hast ja gesagt, wir sollen dort oben bleiben. Ist richtig. Ja gut, dann wirst du das hoffentlich tun. Okay. Was soll ich tun? Das weißt du nicht. Genau. Weil ich sehe da oben nicht, was ihr macht. Ich habe ja bisher keine Order bekommen, was anderes zu tun. Richtig, wenn ihr die Augen spitzt, seht ihr spätestens dann am Ende der Brücke, dass da halt ein paar Zivilisten, überladene Zivilisten und 2 Tiere runterkommen. Ja, aber ich habe noch kein Winken und nichts bekommen und wir sollen ja oben bleiben, Deckung halten oder die Stellung halten. Richtig, wenn ihr euch nicht sonderlich versteckt, werden die euch zwar zur Kenntnis nehmen, aber ansonsten bedrückt an euch vorbeimarschieren. Ist geil.
Sky wollte eigentlich die Brücke überqueren, aber er kommt dabei zwischen dem Wagen und der Treppe durch, stutzt einen Moment und entscheidet sich um und huscht stattdessen die Treppe nach oben. Okay. Hier drin ist es übel. Jemand scheint eine Brandladung gezündet zu haben und die verbrannten Überreste der Verteidiger, du bist dir nicht mehr sicher, ob sie zum Zeitpunkt ihrer Verbrennung noch am Leben waren oder untot, sind teilweise noch an die oder in die Wände gebrannt. Also hier wurde schon gekämpft? Ja, dieses ganze Zollkastell war es vielleicht für lange Zeit. Man hat in den letzten 3 Jahren 2-mal den Besitzer gewechselt und jedes Mal sehr gewaltsam. Okay, ich möchte an die frische Luft. Ich möchte oben auf die Mauer, um so weit wie möglich sehen zu können. Okay, du kannst durch all dies nach oben und die frische Luft tut dir sicherlich gut, wenn sie dir durch die Haare weht. Und du hast von hier aus etwa 2-3 Stockwerke über der Brücke sicherlich eine bessere Aussicht über das Umland. Was tust du? Dann ziehe ich mein Fernrohr, das von feiner batanischer Machart ist, und schaue mal in die Richtung, in die ich das Heer vermute, aber auch durchaus ein bisschen nach rechts und links. Die andere Seite der Brücke also. Ja. Du siehst 2 Dinge. In der Ferne siehst du Lichter, vielleicht Positionslichter, Feuer, was auch immer, die vermutlich dann der Hautstreit macht der Untoten. Und du siehst tatsächlich gar nicht weit weg, weniger als 1 Kilometer, wie eine kleine Handvoll halb verrotteter, menschlich aussehender Untoter die Straße entlang schlurft, genau in eure Richtung. Gut, dann ganz schnell. Wie lange schätze ich, braucht das Hauptheer noch und wie lange die kleine Einheit? Hauptheer Stunden, die kleine Einheit Minuten. Gut. Dann schiebe ich mein Fernrohr wieder zusammen und eile die Treppe hinunter. Also ich nehme an, die Straße windet sich ein wenig und du kannst sie von hier oben hinter einem sanften Hügel sehen. Man sieht sie noch von der Brücke aus noch nicht, weil sie hinter eben jenem sind. Kann ich noch mehr Informationen über diesen Trupp kriegen? Also was genau ist das? Also es sind ein paar Untote, normale Untote. Sehe ich irgendwas Größeres bei denen? Siehst du nicht. Es ist ein 50 der Untoten, die als an den Truppen als Verrottende, als Rotter bekannt sind. Wir haben eine Feindesübersichtsseite hier, Hostis Humanis Generis, auf den ihr Bildchen habt, die wohl von einer sogenannten Krähe, das ist, nach allem, was ihr wisst, auch ein Untote, der in einem schwarzen Mantel und einer Pestdoktorenmaske gekleidet ist, der sie wohl ein bisschen kontrolliert. Gut, dann eile ich nach unten, um Bericht zu erstatten. Okay, und genau das geschieht. Die Panya-Namen. Sapphire Raging Tempest. Wolltest du die Ladung wirklich platzieren oder wolltest du nur so tun? Nein, das wollte ich wirklich tun. Okay, wie stellst du das an? Wir haben hier Brückenpfeiler vorne. Da möchte ich meine Ladung platzieren und dann, ich lese hier zumindest, dass in meinem Kit drin steht, dass ich eine Art Handcharger habe, also irgendetwas sozusagen, wahrscheinlich eine Leine oder eine, was ist der Begriff dafür? Lunte, oder? Eine Lunte, genau. Das könnte eine sein, ja. Und dann ziehe ich die auf die andere Seite der Brücke, wenn sie lang genug ist, hoffentlich. Also, du hast eine Tasche voller Sprengstoff, unbekannter oder semi-bekannter Machart. Was tust du mit dieser Tasche? Wo möchtest du die hintun, um die Brücke zu sprengen? Denn es ist ein. Okay, erstmal die ersten Pfeiler da vorne. Ihr kommt von rechts im Übrigen. Achso, wir kommen von rechts. Entschuldige. Ich habe uns auf der linken Seite gesehen. Okay. Also, du legst die einfach da ab in diesen Alkoven-Vorsprung, wie auch immer. Ja, was auch immer das da ist. Wir hoffen, dass es genug Sprengkraft hat, um das Ganze zumindest diesen einen Pfeiler zu sprengen. Okay. Und ich glaube, für es einfach da hinlegen brauche ich keine Probe von dir. Ja. Was müsste ich ansagen, damit ich eine Wrecking-Probe würfeln darf? Dass du das irgendwo speziell platzierst? Oder vielleicht untersuchst du die Brücke und stellst fest, dass genau da ein schwacher Punkt ist, dass man von oben diese Pfeiler gut auseinandernehmen kann. You tell me. Ja, gut, das ist tatsächlich. Wenn das in Wrecking mit inbegriffen ist, dann würde ich tatsächlich erst einmal schauen, ob ich eine gute Schwachstelle finde. Ich denke, es ist reasonably in Wreck mit drin. Du könntest dann wirklich auch die Brücke researchen.
Das ist deine Wahl. Nein, Researching ist nicht mein Metier. Okay. Ich bin gut darin, Sachen kaputt zu machen und ich hoffe, ich erkenne einen guten Kaputtmachort. Gut, dann, ich denke, es ist riskant und Standard. Möchtest du etwas dagegen tun? Daran tun? Möchte jemand anders ihm helfen? Ich würde gerne mit Research unterstützen, wenn das möglich ist. Also ich würde tatsächlich gucken, wo meine Sprengladungen an dieser Stelle sinnvollerweise jetzt auch angebracht werden. Okay, also möchtest du untersuchen, wo du deine Sprengladung anbringen könntest? Genau. Oder möchtest du mit deiner Expertise Sapphire Raging unter die Arme greifen? Nee, also ich habe ja erstmal Glauben in meine Männer. Deshalb glaube ich, der kriegt das hin. Das ist unser Mann fürs Grobe. Der wird auch wissen, was er mit Sprengstoff macht. Ich gucke mir erstmal die Brücke an. Dann von euch beiden Risky Standard, denke ich. Wenn ich berichtet habe, würde ich. Ich glaube, du musst dich halt erstmal nach oben kämpfen, dann gucken, dann wieder nach unten. Die beiden machen erstmal ihre Probe. Okay. 5. 5 liegt in 4 bis 5. Es bedeutet, you do it, but. Erst einmal, ihr habt eine oben mit Standardeffekt geschafft. Wir haben ja eine Uhr, die halt die Sprengladung platzieren. Standardeffekt bedeutet, ihr kriegt 2 Ticks auf der Uhr. Also 2 Proben, 2 Ticks. 2 Proben, 2 mal 2 Ticks, also 4. 1, 2, 3, 4. Ich denke, Sapphire Raging. Sapphire Raging? Ja, doch. Du kannst da tatsächlich ausmachen, dass selbst wenn ihr die Brücke halt nicht komplett gesprengt bekommt, ist es gut unterhalb von hier. Den Sprengsatz zu platzieren und du kannst den mit der Leine dann von unten nach hier oben legen, diese Lunte, damit das relativ gut liegt. Und Serevenjovic, sag du mir, was du ergänzt. Ja, ich würde tatsächlich, dadurch, dass das Kastell ja hier aufgebockt ist, also das ist ja natürlich an dieser Stelle ein bisschen schwerer, müsste es eigentlich an diesen Punkten theoretisch so sein, wenn man dort eine Sprengladung in einem Winkel platziert und in einem abgeschirmten Bereich, wo das Ganze nicht so krass detonieren kann, dass dann die Brücke durch das Eigengewicht des Kastells nach innen klappen müsste. Okay, ich verstehe. Gut, außerdem haben wir Konsequenzen für jeden von euch. Ihr wart auf einer riskanten Position, das heißt, ich ticke eine Uhr. Die erste Konsequenz ist, es vergeht Zeit. Und zwar ticke ich 2-mal für den ersten Wurf, die ist beginnt zu regnen, Uhr an. Und dann noch 2-mal für den zweiten Wurf, das macht sie voll. Und dann werde ich eine Uhr, die ihr nicht sehen könnt, ebenso 2-mal mit 2 Ticks anmachen. Zwischendrin, Serenjovic, du stehst noch unter dem Kastell, siehst dich um, nimmst Maß, scheuchst vielleicht noch den letzten Flüchtling raus, der nochmal gekommen ist, weil er was vergessen hat. Da kommt 2 herunter. Sky, Gott im Himmel. Sergeant. Ein halbes Dutzend Verrottende nähern sich. Sie werden von einer Krähe angeführt. Außerdem sieht es nach Regen aus. Ihr solltet das bedenken, wenn ihr die Ladungen anbringt. In dem Moment tropft Sapphire Raging Tempest der erste Wassertropfen auf den Helm.